Was für ein Lied, was für ein würdiger Abschluss. Unglaublich schön. Es war ein fantastischer Tag. Ich danke an dieser Stelle allen Referenten noch einmal ganz innigst für euren Mut, euren Löwenmut. Ich danke allen Technikern. Ihr habt gesehen, wie viele 100 Techniker allein für diesen heutigen Tag über Monate gearbeitet haben. Über Wochen hinweg waren Hunderte von Menschen beständig an der Arbeit. Danke für all eure große Investition. Und seht, das ist die neue Welt, weil keiner hat Geld dafür verlangt. Ja? Die neue Welt ist ohne Geld und darum ist dieser Tag heute möglich geworden. Aber ich möchte noch an etwas erinnern jetzt am Schluss, und zwar ganz an den Anfang zurück. Das ist heute die 18. AZK, die ihr gesehen habt. Als ich davon sprach, die erste AZK durchzuführen, habe ich mich mit verschiedenen Leuten unterhalten. Und wisst ihr, was dort die generelle Meinung war? Und da rede ich jetzt von Aufklärern. Zu jener Zeit hatte ein guter Aufklärer vielleicht 30 oder 50 Leute in seiner Versammlung. Sie sagten, mehr kriegst du nicht zusammen, das interessiert die Leute nicht. Und dann kam die nächste Portion obendrauf, dann haben sie mir gesagt, Ivo, wenn du das machen willst, im großen Stil ist es unmöglich, du wirst nie mehr als 300 Leute zusammenbringen für diese Themen. Und dann haben sie mir gesagt, und das war der schlimmste, das war der dritte Schlag ins Gesicht, dann haben sie mir gesagt, und wenn du es tust, dann wirst du tot sein in der kürzesten Zeit. Ja? Und das war die gängige Meinung unter den Aufklärern damals. Da kam so viel Angst, wisst ihr, zustande. Nach der ersten AZK, wir haben dort geredet und gewirkt. Als sie fertig war, kommt sogleich ein Mann zu mir, stellt sich vor mich hin, schaut mich an und sagt, wissen Sie was, Herr Sasek? Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange Sie noch leben. Ich sagte, das waren so richtige Ermutigungen am Start. Ja. Und jetzt schau dir das mal an. Die AZK ist gewachsen. Millionen haben es gesehen. Jeder einzelne AZK-Referent nach seinem Auftritt hat einen raketenartigen Start gehabt. Die ersten schon, die haben nachher angerufen und haben gesagt, Ivo, ich hatte früher 50 Leute, jetzt bin ich in die Hunderttausende in Wochen gekommen. Überall geschah dasselbe, siehst du. Und es sind Millionen daraus geworden. Und glaubt ihr mir, dass wir da weitermachen können? Ja? So wahr ich hier stehe und noch lebe, wir werden noch weiterkommen. Ja? Okay? Ja. Ja. Und ich will euch noch was sagen. Kann ja sein, dass man mir eines Tages eine Kugel verpasst. Obgleich Schweizer Fernsehen, eine der Chefin der Höchsten dort, von der Rundschau, ist zu mir gekommen, gesagt, Herr Sasek, wir machen keinen Märtyrer aus Ihnen. Da haben Sie gewusst, das explodiert nachher umso mehr. Ja? Aber ich sage euch auch, wenn Sie aus mir einen Märtyrer machen, für die Sache, was ich allein heute wieder gehört habe, will ich lieber im Glauben sterben, als im Zweifel weiterleben. Wisst ihr das? Das wäre mir eine Ehre, verstehst du? Es wäre eine Ehre, ja? Wow. Wisst ihr, in einer Weise haben sie mich getötet. Rufmord. In diesem Sinn haben sie recht, seit ich diese Dinge tue, ist der Rufmord einfach rund um die Welt gegangen. Ich habe hunderte von Medienschlachten hinter mir, seit ich die AZK gegründet habe, wegen der AZK allem voran, ja. Rufmord, man hat mich gemordet auf 1000 zurück. Aber wisst ihr was? Wir stehen einfach wieder auf und rufen das Leben zurück, oder? Wir rufen das Leben aus, statt den Rufmord, oder? Und wir gehen weiter. Wir gehen einfach weiter und weiter und weiter. Töten Sie uns, dann töten Sie uns. Aber ich sage dir eines, Sie werden alle töten. Alle töten, die bei Ihnen nicht passen. Das haben wir jetzt genügend begriffen, das müssen wir nicht wiederholen. Aber ich sage, ich bin stolz auf euch. Auf alle, die jetzt heute hier furchtlos referiert haben, Ross und Reiter genannt haben, die sich einfach nicht gescheut haben und eigentlich damit alle ihr Leben riskieren. Ja? Aber wenn wir uns nicht fürchten, haben wir den besten Beitrag für diese Welt geleistet, den es gibt. Und ich wünsche mir, dass diese Furchtlosigkeit dieser Menschen alle hier, die ihr gesehen habt, zusammen mit all denen, die das investiert haben, mitgetragen haben, ich wünsche mir, dass diese Furchtlosigkeit auf euch alle überspringt. Ja?
dass sie genauso furchtlos hingeht und wir uns vermehren. Ich kann es nur noch mal sagen, lasst uns Licht werden, denn Licht besiegt die Finsternis. Und was da im Dunkeln alles geworden ist, diese Verschwörung dieser Sekte, ja, dieser satanistischen Sekte, ich sage mal dieser satanistischen Freimaurersekte, damit der Rossenreiter noch mal genauer genannt ist, ich sage, die hat sich jetzt Jahrhunderte im Dunkeln entwickelt, hinter unserem Rücken. Und jetzt sind Staatsstreiche da, das WEF, ein typisches Beispiel in der Schweiz, dass hier die Verfassung untergraben wurde, kriminelle Kriegsakte, es könnte nicht schlimmer sein. Und wir sagen, Licht ist das Gegenmittel von Finsternis. Lasst uns Licht werden, ich sage es zum letzten Mal, alle miteinander, geht hin, hört nie auf, aufzuklären, lasst euch nicht belügen, dass das die Zeit der Aufklärung vorbei ist, dass wir uns jetzt selber retten müssen, geht hinaus in alle Welt und verkündigt, was ihr gehört habt, streut es, wie ihr es gehört habt. Und da wiederholen wir uns, da schließt sich der Kreis. Ich sage allen nochmal danke, danke, danke für alles, was ihr mit hineingelegt habt. Wir lieben euch, wir haben das aus Liebe gemacht und wir grüßen euch von ganzem Herzen und wünschen euch alles Gute in allen Ländern, wo immer ihr seid. Gott liebt euch. Seid mit ihm und er ist mit euch. Tschüss. Achtung! KlarTV braucht Ihre Unterstützung. Wenn Ihnen unsensierte Informationen wichtig sind, dann teilen Sie dieses Video, klicken Sie auf Daumen hoch und abonnieren diesen Kanal. Herzlichen Dank! Weiterführende Informationen finden Sie in folgenden Videos.